Hallo Leute, hier ist Koka von TechGenie. Jetzt zeige ich euch ein kleines Hands-on von diesem Gerät. Unboxing habe ich schon mal ein bisschen angedeutet. Ich fasse nochmal alles kurz zusammen. Wie gesagt, wir haben hier das Acer Aspire S7. Das ist ein 13,3 Zoll Gerät mit einem, sagen wir mal, hier oben sogar mit so einem Glasfinish. Das ist Gorilla Glass 2, also sehr, sehr kratzfest. Umrandet von einem Rahmen aus Aluminium. Untere Seite ist Magnesium, also ist eine Art Magnesium so gesagt. Wir haben hier zwei Stereo-Head-Speaker, also Lautsprecher, ebenso wie wir dieses Twin-Lüftungskühlsystem haben. Das heißt, wir haben hier einmal den Lüfteinlass, kalte Luft reinsaugen und hier wird die heiße Luft rausgeblasen. Eine ganz gute Lösung, um die Hitzeentwicklung in diesem dünnen Gerät unter Kontrolle zu bekommen, was unter anderem 12 mm dick ist oder dünn ist, wenn man jetzt in dem Moment sagen möchte. Also Intel sagt, 20 mm muss ein Gerät, 15 mm beziehungsweise den Gerät, also 20 mm soll es maximal haben, dann kann man es Ultrabook nennen. Wir sind hier bei 12 mm, also weit, weit drunter. Das Problem bei 12 mm sind, wie gesagt, einige Anschlüsse können nicht mehr integriert werden in das Gerät. Das ist nämlich das Problem. Wir haben weder ein LAN noch ein VGA oder HDMI-Eingang, sondern nur einen Micro-HDMI-Eingang, genauso wie wir Headphone. Ja gut, das haben wir alles. Also wie gesagt, haben wir nur hier USB 3.0, das ist das Maximale, was noch reinpasst. Und die SD-Kartenleser. Was aber Acer dementsprechend dazu packt, ist einmal ein Micro-HDMI zu VGA-Adapter, damit man das schon mal an einen externen Monitor anschließen kann. Wer Micro-HDMI auf HDMI haben möchte, muss sich einen anderen Adapter besorgen, ähnlich wie diesen hier, kosten 10 bis 15 Euro. Kann man eigentlich überall im Internet oder bei allen möglichen Elektronikhändlern finden. Dann hat man auch die Möglichkeit, HDMI anzuschließen und das Problem mit dem LAN zu lösen, hat Acer ebenso ein USB zu LAN-Adapter beigelegt, mit dem man dann auch dieses LAN-Problem lösen kann. Was noch interessanterweise dabei ist, eine Bluetooth-Maus von Acer. Nichts Besonderes, aber es ist eigentlich super, dass es dabei ist. Wir haben die zwei Knöpfe rechts und links. Wir haben das Scrollrad. Batterien sind dabei, an- und ausschalten kann man es auch, um Strom zu sparen. Funktioniert auch einwandfrei, werde ich aber jetzt nicht genauer darauf eingehen, weil eine Maus kann jeder selber beurteilen, da gibt es jetzt nicht viel. Vor allem diese Maus hat jetzt keine besonderen Knöpfe, deswegen funktioniert sie dann einfach als Maus. Wie ich schon gesagt habe, haben wir Gorilla Glass 2 hier mit einem Aluminiumrahmen. Innen ist ebenfalls Aluminium. Wir haben 13,3 Zoll Full HD Display, welches auch sehr gut funktioniert, ebenso mit Multitouch. Das heißt, wir können hier mit unseren Fingern ganz gut arbeiten, funktioniert alles einwandfrei. Das heißt, man kann hier den Explorer einfach öffnen mit den Fingern. Das klappt und genauso wie hier auch den Touch Explorer öffnen. Das funktioniert alles sehr gut. Noch eine Besonderheit von der Tastatur, die problematischerweise bauartbedingt sehr, sehr flach ist, dementsprechend auch der Tastenhub nicht sehr hoch ist. Das heißt, wenn man hier anfängt zu tippen, man muss sich daran gewöhnen, dass dass man die Tasten nicht sehr stark drücken kann. Was ist auch interessant ist, das ist mit der Tastatur Hintergrundbeleuchtung. Ich demonstriere es mal kurz schnell. Wie man hier sehen kann, das ist halt eine blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten, die ist einstellbar bzw. regelt sich automatisch durch den Sensor, der hier vorne eingebaut ist. Funktioniert auch sehr gut so an sich. Gewicht von dem Gerät ungefähr 1,3 Kilogramm. Preis um die 1300 Euro, 1400 Euro, je nachdem. Wir haben hier Wi-Fi, wir haben Bluetooth 4.0, 1.3 Megapixel Kamera vorne. Mit einer Status-LED hier, die man jetzt nicht sehen kann. Wir haben ein Mikrofon eingebaut. Was gibt es noch? 24 Monate Garantie haben wir auf dieses Gerät, das heißt Collect and Return, was bedeutet, dass es sogar abgeholt wird von Acer und auch wieder zurückgebracht wird. Was jetzt normal für diese also für diese Preise, also für diese Preisklasse an Notebooks bei Acer ist.
Was man jetzt noch sagen kann, ist jetzt ganz besondere Interesse ist natürlich das Touchpad selber an sich. Aber nochmal kurz zu den Tasten, zu den FN-Tasten. Die FN-Tasten sind dadurch, dass es hier, es gibt nicht mehr dieses Aspire-Tastenfeld, wo direkt die Tasten gesteuert werden können, sondern man muss alles über diese FN-Taste machen, die hier an der Seite ist. Das heißt, um den Bildschirm zu dimmen, muss man die gedrückt halten, kann dann über die Pfeiltasten zum Beispiel den Bildschirm dimmen, die Lautstärke einstellen, genauso wie man noch andere Sachen machen kann, wie den Display ausschalten. Was man jetzt mit dem Gerät noch machen kann, ist eine Sache, weil man kann dieses Gerät ja bis zu 180 Grad nach unten kippen, was im Endeffekt bedeutet, dass man jetzt seinem Gegenüber zum Beispiel das Bild zeigen kann, indem man hier mit den FN-Tasten auch den Bildschirm drehen kann. Es gibt also keine Lagesensoren wie bei anderen Tablets oder Geräten. Das heißt, man kann den Bildschirm hier mit FN-Tasten im Endeffekt drehen und wieder zurückjustieren, um dann wieder hier zu landen. Das heißt, man kann das natürlich auch so machen. Ich habe es jetzt natürlich gekippt gezeigt. Also man kann auch den Bildschirm komplett drehen in alle Richtungen. 1.300 € kostet ungefähr das Basismodell, geht hoch 1.400 und so weiter, je nachdem wie viel Speicherplatz man braucht. 1,3 Kilo wiegt das Gerät. Und ich werde noch einen Spiel-Performance-Test machen mit diesem Gerät, für die Leute, die noch mal sehen wollen, was das Gerät so bei Spielen leisten kann. Aber soweit haben wir eigentlich alles hier durch in dem Kurztest. Danke fürs Zuschauen und wenn Fragen sind, einfach posten. Ich werde alles beantworten.